Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die in Alpha 15, Tag 21, Feralhorde. Rett, genau. Wieder irgendwas Unsichtbares kaputt gefahren und mein Minibike hat schon wieder Schaden genommen. So muss es sein. Ja, es sieht ganz gut aus. Wir sind mit unserer Hütte soweit eigentlich vorbereitet auf die Feralhorde. Ja, ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut läuft, aber es ist sehr gut gelaufen. Wollen wir uns nicht beschweren? Es kann ja auch mal gut laufen für uns, ne? Ja, und jetzt heißt es eigentlich bloß noch abwarten. So, 1000 Concrete Mix haben wir am Mann. Die Forge rennt nach wie vor, genau. Eisen wird eingeschmolzen. Spikes habe ich keine mehr. Da werden auch keine mehr hergestellt. Nö, passt. Den Scheiß haben wir alles vercheckt beim Händler. Was bleibt dann noch zu tun? Ich könnte die... Oh, da fällt mir ein, genau. Wir könnten ja unsere Waffen mal ausprobieren, ne? Warum nicht? Könnten wir machen. Ja, wir haben ja schließlich die Munition und alles. Also warum nicht? So. Wir nehmen die abgesägte Shotgun mit und die Hunting Rifle. So, mal zum Testen, wie sich das verhält. Okay, so, dann. Wow. Hier ist alles fertig. 1, 2, 3, 4, läuft. Wasser haben wir auch genug. Dann muss ich jetzt einen Eintopf essen. Das wäre Verschwendung. Da esse ich mal ein bisschen Brot. Genau. Und noch eine Yucca, weil die so gesund ist. Oder so ähnlich. Und dann trinken wir noch einen Tee. Und dann passt alles. Dann sind wir, glaube ich, gut gerüstet. Jupp. Dann geht's hinauf. App. So, zurück zu unserer Behausung. Ja, zu unserer... Wie soll ich sagen? Noch nicht fertiggestellten, aber zumindest einsatzbereiten zur Behausung, genau. Weil ich gehe davon aus, dass das Ding hält. Für die Feralhorde zumindest. Für die jetzige Feralhorde, genau. Das sollte ich dazu sagen. Bei zukünftigen Feralhorden würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Da wäre es vielleicht noch ein bisschen dünn. Da müsste man wahrscheinlich noch etwas mehr mit Spikes arbeiten. Ne? Speziell dann, wenn die Feralzombies kommen, weil die hauen schon richtig rein. Die halten ordentlich was aus. So, schwupp. Okay, wir sind unten. Ich habe keine Fackeln und so, gell? Ja, mein Gott. Pech. Brauche ich auch nicht jetzt. So. Okay. Dann könnten wir uns zumindest noch mit dem Kellergedanken etwas beschäftigen. Ja. Huch, mein Gott. Es geht bergab mit uns, genau. So. Die Cobblestone Frames. Beziehungsweise Stairs hier. Genau, das geht nach unten. Oh, hier habe ich einen zu tief gegraben. Schön. Das muss ich mir auch noch genau überlegen, wie wir das dann am besten machen. Einmal. Nee, Schmarrn. Falsch. Der kommt dahin. Dahin, dahin. Zwei, drei, genau. Jetzt könnten wir hier zumindest hoch und runter laufen. Okay. Das gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir noch nicht. Wir müssen, glaube ich, noch ein tiefer.
Ja. Ich glaube, ein tiefer würde noch Sinn machen. So. Okay. Ne, jetzt kann ich ja noch ein bisschen an meinem Häuschen rumbasteln. Das ist, glaube ich, völlig wurscht. Oh, da fällt mir aber gerade noch ein. Ich könnte noch eine Chest bauen, eine Kiste für den ganzen Loot. Ne, weil wir werden uns die Taschen voll machen mit dem Scheiß, was die Zombies vorbeibringen, was wir looten können. Und so zum schnellen Zwischenlagern schmeißen wir den ganzen Dreck einfach mal dahin. Oh, da fällt mir gerade ein, ich könnte hier noch da draußen so die Kohle und den ganzen Scheiß da noch harvesten, gell? Das könnte ich auch noch schnell machen in der Zwischenzeit. Ja, was ich nicht alles machen könnte in der Zwischenzeit, ich weiß. Aber so warten auf die Feralhorde, gell? Das ist so, ja. Was willst du sonst machen? Klar, ich könnte jetzt im Keller ein bisschen rumwerkeln, aber dann würde das Zeug hier immer noch schön rumliegen. Und ich würde mich immer, wenn ich es sehe, ärgern, dass ich es nicht abgebaut habe. So, und das Steinchen hier zum Beispiel noch. Wir brauchen ja sowieso Stein. Da drüben ist nochmal Kohle. Vogelnest nimmt man auch gerne mit. Hier sind diese ganzen blöden Ressourcensteine. Oder was heißt blöd? Ja. Blöd sind sie eigentlich nicht, aber ich war einfach zu blöd, um sie abzubauen. Ich habe die Bäumchen drumherum gepflanzt und habe sie dann nicht mehr auf dem Radar gehabt. Genau. Nicht die Steine sind blöd, sondern der Haubi ist blöd. 6 Stunden noch. Ah, das ist wie warten aufs Christkind, ne? So fühlt sich das gerade an. Warten auf den Weihnachtsmann. Oh Mann. Da ist noch einer, jawohl. Diese großen Steine übrigens, das ist nur Stein. Also da ist, ne? Kann man natürlich auch wegkloppen. Aber da ist nichts anderes drin, außer Stein und ein bisschen geringfügig Eisen halt. Ganz normal, wie wenn man normalen Stein weghaut. Da, ich kann es mal kurz zeigen. Ja, das ist nur Stein im Endeffekt. Und ein ganz klein bisschen Eisen. Mehr ist es nicht. Da versteckt sich nicht irgendwie noch so Kohle oder Potassium drin, wie in diesen Ressourcensteinen. Da ist noch einer. Da ist noch ein Vogelnest. Dankeschön. Fast übersehen. Voll laute Steinejagd. Da drüben ist noch ein Zombie. Ja, den umgehe ich jetzt einfach mal. Den brauche ich jetzt nicht. Wir haben es gleich mit genug anderen Deppen zu tun. Huch. Jetzt hängt mein Spiel. Hallo, Spiel. Was ist los? Okay. Alles klar. Spiel verabschiedet sich. Genau. Spiel sagt mit dir nicht. So, da drüben war doch noch. Genau, hier war noch Kohle. Sehr schön. Her damit. Her mit der Kohle. Schade, dass man hier kein Potassium findet. Das ist echt bitter. Aber man hört von anderen Spielern auch, dass sie so ein bisschen dieses Potassium-Problem haben, dass du einfach keine wirklich vernünftige Potassium-Ader findest. Ja, ich meine, Eisen ist ja nicht wirklich das Problem. Clay ist ja sowieso kein Problem. Und Blei, ich meine, dazu muss man nur ins Waldbiom gehen, da kriegt man eigentlich auch genug Blei und auch die Kohle, man sieht es ja hier, Grasland, ne, also auch Kohle ist jetzt nicht so das Problem, aber Potassiumadern, das ist schon eher selten. Klar, im Schneebiom, überirdisch, so ein bisschen, aber ansonsten. So, der ganze Scheiß da rein, zack. Auch die Federn kommen da rein.
Tue ich das Essen auch mal rein, ne? Das brauche ich zum Reparieren. Blendpfeifer brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Die Cobblestone Frames wohl auch nicht. Cobblestones brauche ich zum Reparieren. Die Wrench brauche ich gerade nicht. Das Ding brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Die Woodframes werde ich vermutlich auch nicht brauchen. Das Bier nehme ich mal sicherheitshalber mit hier in unseren Quickslot. Das schadet bestimmt nicht. Okay. Bald ist es soweit. Oh Gott, ey. Echt warten auf den Weihnachtsmann. Unglaublich. Warten aufs Christkind, genau. Bei uns kommt das Christkind, nicht der Weihnachtsmann. Ja, stimmt. Weihnachtsmann ist dann wieder sehr amerikanisch. So, wofür habe ich das hier eigentlich? Wofür habe ich die Stütze hier gebaut? Weiß ich nicht mehr. Oh Gott. Mein Gedächtnis. Nicht das Beste, ja. Das stimmt. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier in den Keller reinbaue. Ob ich hier einen Partykeller mache? Oder ob ich hier so einen kleinen Arbeitsbereich reinbaue? Also so ein, ja, Hobbykeller, ein Werkkeller. So mit Forges und Workbench und so weiter. Da, was man halt so im Keller stehen hat, ne? Was der große Junge von heute im Keller hat. So. Eine Eisenbahn, genau. Oh. Jetzt habe ich meinen Clay erschossen. Das ist sehr bitter. Ich habe meinen Clay erschossen. Ja, sehr schön. Oh, Haubi. Ja, das kommt davon. Einmal zu wild mit dem Mausrad gescrollt und schon hat man das falsche Werkzeug, respektive die falsche Waffe in der Hand. Und, naja. Der blinde Automatismus führt dann dazu, dass man den Clay erschießt, meine Damen und Herren. So einfach ist es, genau. Kurz, aber völlig sinnlos. So. 1, 2, 3. Okay, heißt, hier könnte man dann hochtappen. Müsste man hier natürlich auch noch zumachen. Dann hätten wir hier einen schönen Abgang. Ja, das kostet schon verdammt viel Platz, wenn man da so eine geschmeidige Treppe macht, gell? So mit Wand links und rechts, das frisst echt ewig viel Platz, alter Falter. Das ist kein Spaß. Heftig, ja. Ja, ich überlege gerade, hier ist dann relativ viel Freiraum. Das sieht nicht schön aus, aber da müsste ich halt eine Holzverkleidung hinmachen oder so. Aber klar, schön ist es nicht. Ja, stimmt. Ich habe die Treppe, glaube ich, zu tief gemacht. Ich hätte sie mehr übers Eck machen sollen. Dann wäre sie kleiner gewesen, hätte nicht so viel Platz gebraucht. Ja gut, May. Hinterher ist man immer schlauer, ich weiß. Aber Hauptsache, sie funktioniert, ne? Man kommt hoch, man kommt runter. Das ist die Hauptsache. Soll ich immer noch mal meinen... Achso, Cobblestone habe ich hier in der Tasche im Moment. Kann ich hier schon mal aufwerten. Okay. Sehr schön. Ist dazu...
Brauchen wir natürlich noch Lampen und alles. Ist klar, logisch. Ist klar, Leute. Kein Thema. Kommt Zeit, kommt Lampe. Oder so. Ja, hier wäre doch genau, da hätten wir genug Platz für irgendwie ein paar Forges, eine Workbench und sowas oder einen Zementmixer. Und da könnte man dann eventuell vielleicht so ein paar Lagerkisten hinmachen oder so. Also es gibt da schon Möglichkeiten. Wie viel Holz haben wir noch? 2600, okay. Boah, schau mal, hier schon wieder fast 3000 Klee. Alter, wohin mit dem Scheiß? Ich werde das Zeug nie los. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich anfangen und den ganzen Klee beim Händler verkaufen. Ja, weil ich das Zeug, ich weiß nicht, wohin damit. Ich kann den Zuschmeißer, den Bob mit dem Dreck. Kann den echt zuwerfen. Unglaublich. Okay, da käme ich hin. So kann ich, genau, so komme ich nicht mehr runter. Ja. So komme ich noch runter. So komme ich wahrscheinlich, genau, so komme ich nicht mehr runter. Okay. Moment, ich kann doch diese Ramps machen, oder? Diese Woodframe. Woodframe Ramp. Okay, dann sieht es nicht ganz so komisch aus. Ja. Könnte man hier noch eine hinmachen? Nochmal zwei, bitte. Okay. Ja, dann sieht es nicht so komisch aus, ja. Gut. Wo sind meine anderen Frames? Die sind hier. Machen wir hier zu. Und ist da geschlossen. Okay. Ich weiß, es ist wieder alles Optik, Leute. Da kann man jetzt wieder drüber streiten, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus. Okay, so. Also, hier geht's in den Keller. Zack. Na? Das ist doch okay. Ja. Mir reicht es. Klar, das hier sieht nicht schön aus. Da mache ich die Decke noch zu. So, in 2 Stunden beginnt der Tanz. Zack, okay. So, also ich finde, jetzt sieht es doch schon ganz, ganz okay aus. Na, hier nicht. Aber jetzt. So. Ja. Und von oben. Okay, müssen wir hier noch schnell ein bisschen zumachen. Die Frames brauchen wir nicht, genau. Die können wir da wegnehmen. Da haben wir hier hinten den geheimen Ort. Ja, einen Geheimgang. Da könnte man jetzt zum Beispiel im Multiplayer hier irgendwie eine Schatzkiste oder so mit ganz besonders tollem Zeug hintun. Und könnte hier zumachen. Wenn man offline geht. Und andere Spieler, die vielleicht die Basis plündern, die finden hier nichts, ne? Und wenn du selber kommst, hackst du hier einen Block weg und kommst wieder an die Kiste hin. Oh, haben wir alles schon gemacht? Haben wir alles schon gemacht? Funktioniert prima sowas. So. Ja, die Jungs können kommen. Die Sonne geht unter. Eieiei, Leute, was eine Stimmung. Was eine Stimmung. So, ich sollte vielleicht mein Minibike in... Ah ne, das steht da hinten. Okay, gut, das steht da hinten. Ich wollte schon sagen, vielleicht ein bisschen weg von der Base fahren. Ne, alles gut. So, Leute, dann verabschiede ich mich für heute schon mal für euch. Ja, 7 Days to Die. Ne, ich positioniere mich hier schon mal mit Blick nach Süden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn die Feral-Zombies hier sich die Klinke in die Hand geben. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut.
und Servus.